Dirk, schön dich zu sehen. Immer wenn wir uns in dieser Konstellation an einem Sonntagnachmittag zusammenfinden, dann ist das kein sonderlich gutes Zeichen für Borussia Dortmund. Zuletzt habe ich das mit Jürgen gemacht, da hatten wir ein paar technische Probleme, da ist das dann nur irgendwann als sehr bescheidene Audioversion online gegangen. Da konnten wir das Video irgendwie nicht runterladen, hat uns dann irgendwie einen halben Tag beschäftigt, aber das soll uns jetzt heute nicht stören. Wir sind jetzt mal auf eine andere Plattform gewechselt, sagen jetzt mal nicht von welcher auf welche. Aber wir hoffen, dass das heute technisch besser funktioniert. Der BVB hat am Samstag 3 zu 2, 2 zu 3 gegen RB Leipzig verloren. Ja, ich habe mich noch korrigiert. Ja, Gott sei Dank. Im Sprechen ist der Fehler nicht ganz so schlimm wie im Schreiben. Also 2 zu 3 verloren, nicht 3 zu 2. Ja, diese Krisenstimmung setzt sich fort, wobei die oder das Zustandekommen des Spiels ja schon so ein bisschen Special waren mit der roten Karte und ja, zum Schluss hat der BVB dann noch an einem Punkt war er ganz nah dran, Niklas Süle in der Nachspielzeit ganz knapp am Pfosten vorbei. Wir wollen das Ganze jetzt in einer etwas längeren Videoversion mal analysieren und fangen ja natürlich mit dem Leipzig-Spiel an. Chronologie, dein Rückblick so nach 12 Stunden und 3 Stunden Schlaf wahrscheinlich. Ja, hat sich jetzt in der Bewertung dieses Spiels auch nicht viel verändert. Ich habe mir die Szenen auch nochmal angeguckt. Knackpunkt logischerweise ist diese rote Karte. Das ist schon ein Schlüsselmoment in diesem Spiel. Wobei natürlich ja hypothetisch ist, was passiert wäre, wenn die originale Entscheidung Bestand gehabt hätte, sprich Elfmeter und Gelb. Ich glaube schon, dass der BVB, so wie er vorher im Spiel war, doch in der Lage gewesen wäre, logischerweise auch diesen eventuellen Rückstand dann auch wieder zu egalisieren. Von daher, glaube ich, muss man schon auch so sagen, das ist eine Situation gewesen. Du hast schon 75 Minuten, die du dann in Unterzahl spielst. Sie haben am Anfang ein bisschen gebraucht, um sich überhaupt darauf einzustellen. In Terzic musst du dann taktisch auch noch mal ein bisschen wechseln, einfach um hinten die Stabilität wiederherzustellen. Das ging dann zu Lasten der Offensive. Man hätte dann gerne, glaube ich, einen Jamie Bynoe-Gittens auch beim einen oder anderen Konter gesehen, weil er hat natürlich durch sein Tempo dann hätte er da schon ein bisschen was bewirken können. War jetzt aber taktisch, glaube ich, dann die richtige Entscheidung auch. Du brauchst in Unterzahl Ballsicherheit und Kontrolle und du brauchst hinten Stabilität. Also von daher eine richtige Wahl, glaube ich. Ja, und sie haben hinten raus. Vor allen Dingen am Ende der beiden Spielhälften haben sie gute Situationen gehabt, gute Szenen gehabt. Und dann gerade das fast Powerplay so in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte hätte fast noch das Unentschieden gebracht. Und Marco Rose hat es auch ganz ehrlich zugegeben, ihm hat das gar nicht gefallen. Und er sagte, am Ende ist der Sieg im Zustandekommen sogar ein bisschen glücklich. Ja, kann man als Sieger immer gut sagen. Am Ende bleibt es dann eben beim 2 zu 3 und der Negativtrend hält halt leider an. Das ist, glaube ich, das, was unterm Strich eben bleibt. Gute Momente in diesem Spiel, auch eine richtige Reaktion auf Stuttgart, aber eben am Ende wieder keine Punkte. Lass uns noch mal ganz kurz bei der roten Karte bleiben. Wurde natürlich auch viel darüber diskutiert. Wir haben jetzt uns die ganzen Wiederholungen auch noch mal mehrfach angeguckt. War, glaube ich, vor der Linie. So hundertprozentig sagen kann man es jetzt nicht, aber ich glaube, dass man es so entscheiden kann. Andersrum wäre es ja, auch wenn es hypothetisch ist, wahrscheinlich besser gewesen für den BVB. Edin Terzic hat hinterher recht deutliche Worte gefunden bei Bewertung der Szene. Auch dass Mazumuts da so nicht hingehen darf. Er selber hat sich ja auch bei Instagram dann umgehend nach dem Spiel geäußert. Ist dann hinterher immer leichter gesagt, er hätte da wegbleiben sollen. Das ist dann auch wahrscheinlich auch so eine Intuitionssache. Ist dann schon passiert, bevor man wahrscheinlich dann drüber nachdenken kann. Im Du denkst Vorfeld in gab so einer Situation, du denkst in so einer Situation nicht, kann ich da jetzt hingehen, sondern das ist eine Instinktreaktion, die da war. Er war sich aber, denke ich mal, schon sicher, dass er den Ball vielleicht kriegen kann. Sonst hätte er nicht zur Grätsche angesetzt. Ja, Terzic bezieht die Kritik, glaube ich, wenn man sich das zweite Gegentor zum Beispiel auch mal anguckt, da gab es auch zwei Grätschen, eine von Nico Schlotterbeck an der Mittellinie, die nicht zum Erfolg führt. Du bist halt, wenn du am Boden liegst und eine Grätsche nicht erfolgreich ist, bist du aus dem Spiel. Ball oder Gegner, einen musst du treffen. Hat dein Kreisliga Trainer in Unheimer schon gesagt, wahrscheinlich, ne? Ja, das ist auch so. Also irgendwie, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass beides nicht passiert und die Mannschaft in Ballbesitz eine Überzieher-Situation hat und ein offenes Feld vor sich findet. Also, das war, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz von Terzic und ja,
Also, Mats Hummels ist ja nun eine ehrliche Haut und er ist auch schlau genug, um dann selber zu wissen, was er da angerichtet hat. Es ist halt bei ihm oft so do or die, denn entweder funktioniert es, dann sieht es sehr gut aus oder er sieht schlecht aus und dann ist er der Sündenbock. Haben ein paar Mal schon gehabt in anderer Konstellation auch. War in dieser Situation halt am Ende dann tatsächlich die falsche Entscheidung und ja, ich glaube schon. Der Moment in diesem Spiel, der eigentlich alles verändert hat, das muss man wirklich so sagen, denn wenn du dann auch siehst, wie das 0-1 zustande gekommen ist, dann hat man sich mit ein bisschen Glück noch zurückgekämpft, 1-1, aber eigentlich dann direkt 2-1 kassiert wieder. Am Ende ist es halt so, wenn dann eine Mannschaft dir gegenübersteht, die auch eine große individuelle Qualität hat, wird es halt schwierig. Das stimmt. Konstellation in der Tabelle, nächstes Stichwort. 4 Punkte jetzt Rückstand auf Platz 4. Jetzt mal die Umstände ausgenommen. Da schrillen jetzt aber gleich mehrere Alarmglocken beim BVB. Ja, müssen sie ja auch. Du hast ja nicht nur dieses Spiel jetzt verloren und 4 Punkte Rückstand auf Platz 4. Du hast aus den letzten 6 Spielen, glaube ich, nur einen Sieg geholt in der Bundesliga. Hast eigentlich vor allen Dingen gegen die Konkurrenten um die Champions League Plätze, glaube ich, auch nur einen Unentschieden geholt gegen Leverkusen. Alle anderen Spiele hast du verloren. Und wenn du siehst, wie weit Leverkusen weg ist, wie weit die Bayern vielleicht, wenn sie das Nachholspiel gewinnen, dann weg sind, wie stabil auch Stuttgart spielt. Jetzt gibt es gleich in dem Moment, wo wir aufzeichnen, fängt gleich an, 15:30 Uhr, gibt es ja das direkte Aufeinandertreffen Stuttgart-Leverkusen. Bin ich mal gespannt, wie die sich aus der Affäre ziehen. Aber die machen halt auch nicht unbedingt den Eindruck, als ob sie jetzt irgendwann mal den großen Einbruch haben werden. Von daher geht es eigentlich erstmal jetzt vorrangig, auch aufgrund der Tatsache, dass die Abstände so groß sind, erstmal nur um Platz 4. Und auch der ist halt 4 Punkte weit weg. Und das ist dann ernüchternd. Und wenn du siehst, hinter dir Hoffenheim hat aufgeholt, Frankfurt hat aufgeholt. Das wird jetzt alles ein bisschen enger wieder und du musst nach hinten und nach vorne gucken. Ja, hinzu kommt, das hatten wir ja dann vor der letzten Länderspielpause dann auch gesagt, dass dann jetzt die Spiele kommen, wo es dann wirklich drauf ankommt gegen die Top-Teams und die Bilanz ist mehr als ernüchternd. Ein Unentschieden in Leverkusen, wir können uns noch gut an den Auftritt erinnern, der ja nun auch alles andere als überzeugend war. Defensiv konnte man sich das noch ein bisschen schönreden, aber offensiv hat der BVB ja da mit Ausnahme des Treffers nicht stattgefunden. Ist dann auch ein deutliches Zeichen. Ja, wir haben ja eben auch in unserer Konferenz mit Kollegen Jürgen nochmal. Jürgen ist ja ein Verfechter dieser Expected Goals-Geschichte. Ihr Und nicht. wenn man sich diese Werte dann tatsächlich anguckt, hat Borussia Dortmund eigentlich überperformt. Hat also mehr Punkte geholt, eigentlich, als aufgrund dieser Expected Goals zu erwarten gewesen wären. Und ja, das zeigt eigentlich, dass die Tabelle jetzt dann auch nicht mehr lügt und auch die Ergebnisse eben gegen die direkten Konkurrenten zeigen, dass man da anscheinend noch nicht Schritt halten kann, dass man da auf dem Niveau eben noch nicht ist. Wie ist das dann zu erklären, wenn man sieht, die Leistungen gegen, klar, in Mailand und gegen Newcastle, war der Gegner auch jeweils ein bisschen personell geschwächt, der BVB allerdings in Mailand auch, da passten die Leistungen ja im Prinzip. Ja, und über diese Diskrepanz, über diese zwei Gesichter, die ja letztlich nur ein Gesicht sind, haben wir ja auch schon gesprochen. Wir suchen auch nach Erklärung. Ja, gibt es nicht. Ne? Auch dann so ein Pokalspiel in Stuttgart, wie du dich dann wirklich so in diese kleine Rolle reinbegibst. Der Ansatz war vielleicht ein anderer, nämlich dass man aus dieser Formation durchaus mutiger hätte auch spielen können, wie ähnlich wie in Paris seinerzeit. Und in der Theorie sah das dann auch so aus, dass man das so spielen kann. In der Praxis hat es eben überhaupt nicht funktioniert. Und das Ganze wechselt halt zu schnell innerhalb von ein paar Tagen. Und du hast jetzt gestern zumindest so ein Aufbäumen und es war doch eine konzentriertere Leistung und sie haben sich wirklich gewehrt. Aber das andere ist gerade mal 3 Tage her. Und warum funktioniert das eine und warum passiert dann das andere immer wieder? Das ist so ein bisschen die Kernfrage, die, glaube ich, bei Borussia Dortmund gerade beantwortet werden muss. Denn klar ist ja, wenn du so Schwankungen hast, kannst du nicht dauerhaft um deine Ziele kämpfen. Dann wirst du irgendwann ins Hintertreffen geraten und man ist jetzt so an der Schwelle dazu. Ja? Also international sieht es noch gut aus. Da haben wir dann am Mittwoch die Entscheidung, ob Platz 1 oder 2, aber die Saison ist vollkommen in Ordnung. Pokal ist man raus und in der Liga ist man Fünfter mit 4 Punkten Rückstand auf Platz 4. Und wenn da die Alarmglocken nicht schrillen, dann sind sie wahrscheinlich kaputt.
Das würde ich mal sagen. Also irgendwas wäre dann komisch. Man kann das nicht, man sollte das wirklich jetzt auch nicht schönreden. Das war jetzt ein Fortschritt wieder gestern im Vergleich zu Stuttgart. Aber der musste ja auch kommen. Ja, du hast die Aussagen der Verantwortlichen gerade schon angesprochen. Ist dann aber ein bisschen schwierig, wenn man dann hört, dass Sebastian Kehl sagt, wir können es besser und Edin Terzic sagt, das wird jetzt auch wieder besser und wir starten wieder eine Serie wie letztes Jahr. Ist das dann ein bisschen naiv? Nee, glaube ich nicht. Das ist vielleicht eher so der Versuch in der Öffentlichkeit, die Mannschaft nicht noch zusätzlich zu verunsichern und an Pranger zu stellen. Das wird vielleicht oder sollte intern hoffentlich ganz anders aussehen. Also da will man schon Klartext reden. Ich finde auch, dass man auch, um einfach ja sein eigenes Gesicht jetzt nicht zu wahren sozusagen, dass man durchaus mal einfach mal ehrlich sein kann. Also warum bringt es irgendwas, wenn man jetzt versucht, die Realität irgendwie wegzudiskutieren oder zu verniedlichen, bringt auch keinem was. Also ich hätte auch schon gedacht, dass man eben darauf hinweisen kann. Das hat Terzic noch in Ansätzen getan. Er hat ja gesagt, wenn wir keine Punkte holen, wird es eben auch nicht einfacher für uns und so weiter. Und wir müssen schon gucken. Warum soll man das nicht sagen? Ja, also das, glaube ich, ist eine ganz normale Analyse der sportlichen Situation. Intern hoffe ich einfach mal, dass es gab ja auch gestern Situationen, wo Borussia Dortmund ja sehr fehlerbehaftet gespielt hat, gerade so, wenn man Balleroberungen hatte. Der Pressingdruck, fand ich, war jetzt nicht so hoch von Leipzig und von daher hätte man eigentlich auch sauberer rausspielen können und da gab es dann auch durchaus Lücken, in die man hätte reinspielen können. Hat man zu selten eigentlich geschafft und auch das muss, glaube ich, intern thematisiert werden und ich gehe aber mal davon aus, dass es das auch passiert. Ja, letztlich war Marco Rose gestern kritischer als die BVB-Verantwortlichen. Kann man fast sagen, ne? Das kann man natürlich aber auch als Sieger immer leicht machen. Und er hat die Schuld sehr stark bei sich selbst sogar gesucht, irgendein Training, in dem er vielleicht zu viel gefordert hat. Und dann waren die Körner vielleicht ein bisschen weg. Können wir natürlich nicht beurteilen, aber wie gesagt, das kannst du als Sieger in einem Spiel, kannst du das natürlich auch, geht dir das leichter über die Lippen, als wenn du in einer anderen Phase steckst, in der Borussia Dortmund vielleicht gerade steckt. Das stimmt. Ja, die große Frage, wo steht der BVB jetzt kurz vor Weihnachten? Du hast gesagt, Mittwoch geht es gegen Paris. Ist jetzt nicht egal, wie sie spielen. Also Gruppensieg wäre schon, glaube ich, wichtig. Aber gut, wenn du Zweiter wirst, das hätte man vorher auch sehr gerne genommen. Und dann geht es nach Augsburg. Da war die Stimmungslage beim letzten Gastspiel am 33. Spieltag danach dann noch ein bisschen anders oder davor auch. Und dann Mainz zum Abschluss. Also da müssen jetzt eigentlich mal wieder ohne Wenn und Aber 6 Punkte dann her, ne? Jetzt wie im Mai, ne? Der Druck ist, glaube ich, genauso groß wie vor dem Spiel in Augsburg im Mai. Du musstest damals auch unbedingt gewinnen, um die gute Ausgangslage eben nicht zu verspielen. Und jetzt musst du gewinnen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Ja, die Tabelle lügt einfach auch nicht mehr jetzt. Du bist Fünfter, das ist oberes Mittelmaß und die Abstände zu Platz 6, 7, 8 sind jetzt nicht mehr so gravierend groß. Andersrum sind die Abstände nach weiter vorne doch schon recht deutlich. Du musst ein bisschen darauf hoffen, dass du selber nicht patzt und dass die anderen auch mal federn lassen. Und das ist einfach immer eine unangenehme Situation, weil das ist genau das, was man im vergangenen Frühjahr ja auch hatte. Man wollte sich da nicht wieder reinbegeben, dass man selber eine Serie starten muss und noch hoffen muss, dass die anderen vielleicht mal ein bisschen nachlassen. Also es ist natürlich noch nichts verloren jetzt. Es ist noch reichlich zu spielen, aber gerade so die Gemengelage ist jetzt nicht so rosig. Ja, wenn man dann den Blick nochmal ein bisschen weitet über die Winterpause hinaus, ne, du hast natürlich jetzt dann wieder im Prinzip Gegner, die du alle eigentlich schlagen musst, ne, nach der Winterpause dann Darmstadt, dann geht es wieder von vorne los mit Köln, Heidenheim, Bochum. Also, da musst du dann auch liefern. Ja, das werden aber auch dann hoffentlich die Spiele sein, in denen der BVB wieder ein bisschen Sicherheit generieren kann. Und vielleicht kommen dann ja auch die ein oder anderen Spieler wieder zurück. Das ist ja so ein Punkt, der ein bisschen untergeht in der Betrachtung. Es war lange sehr, sehr luxuriös, was so die Kadergröße anging und auch die zur Verfügung stehenden Spieler. Jetzt mittlerweile hat man natürlich schon auch sehr viel Pech gehabt, wieder mit Verletzungen und erkrankte Spieler, die dann einfach nicht erkennbar nicht richtig fit sind und trotzdem spielen mussten und so weiter. Da ist natürlich auch ein bisschen was zusammengekommen jetzt, was das Ganze noch wieder begünstigt hat oder was ein zusätzlicher Widerstand war, den man erstmal oder überwinden musste. Also von daher,
Ich glaube, man muss jetzt einfach erstmal nur Etappenziele setzen. Einfach gucken, dass man jetzt die kommende Woche übersteht. Also die 3 Spiele, die noch da sind, 10 Tage ungefähr. Und dann hat man ein bisschen Zeit durchzuatmen. Dann werden wir den einen oder anderen wiedersehen. Und es gibt ein Wintertrainingslager, wenn es auch nicht lang ist. Und Vorbereitung ist im Prinzip sehr kurz. Aber da kann man zumindest, glaube ich, mal einmal durchatmen und dann auch wieder vielleicht auch mal ein bisschen was an neuen Konzepten und so weiter erarbeiten. Also das hat im vergangenen Jahr sehr gut funktioniert. Da war die Winterpause natürlich sehr lang durch die WM. Diesmal kann man weniger arbeiten, aber die Zeit sollte man trotzdem nutzen. Dann kommen wir zu Edin Terzic. Wie bewertest du seine Lage aktuell? Also wenn man mal bei Social Media guckt, ob das jetzt repräsentativ ist oder nicht, schlägt ihm schon sehr viel Kritik und Gegenwind entgegen. Ja, ist für ihn auch sicherlich eine extrem schwierige Situation, wenn man weiß, wie nah ihm das geht. Ja, ich glaube, er wird weniger da reingucken, weil das ist natürlich auch ein Feld, in dem sich dann oftmals eben Kritiker dann eher äußern als diejenigen, die vielleicht als Befürworter noch auf seiner Seite sind. Und ich glaube, er wird eher so zum Maßstab nehmen, was ihm von der Südtribüne entgegenkommt. Und da habe ich jetzt gestern keine Pfiffe so gehört. Da gab es auch nach dem Spiel ja für die Mannschaft durchaus Support, weil man eben erkannt hat, dass die Konstellation in diesem Spiel auch schwierig war. Und nichtsdestotrotz, klar, ja, Borussia Dortmund, er hat das ja irgendwie gesagt, wenn du bei Borussia Dortmund bist, dann ist das vielleicht einer von zwei, drei Vereinen in Deutschland, wo die Kritik auch nochmal schneller kommt und auch nochmal deutlicher kommt, weil es eben auch viel, viel mehr Leute interessiert, was beim BVB passiert, logischerweise, als vielleicht bei irgendeinem kleineren Verein. Und du stehst natürlich auch aufgrund der ganzen Konstellation, du hast einen teuren Kader, du hast hohe Ziele, du hast eine gewisse Historie, du hast auch einen gewissen Zwang, dass du einfach gewisse Ziele erreichen musst, um sich diesen teuren Kader zu leisten. Deshalb stehst du eigentlich von Beginn an mehr unter Druck als vielleicht woanders. Und das spürt er jetzt gerade. Und ist sicherlich für ihn eine total schwierige Zeit, das muss man ganz klar sagen. Gucken wir mal auf die Mannschaft. Welche Schuld trägt die denn an der schwierigen Lage? Mal so ganz allgemein gefragt. Ja. Dazu musst du dir ja nur die Ergebnisse angucken und auch die Art und Weise, wie sie teilweise zustande gekommen sind. Also der Trainer stellt die Mannschaft ein und auf. Das ist eindeutig so und in gewisser Weise hat er also logischerweise da die Verantwortung. Aber am Ende ist es immer eine Geschichte, wie sie es auf dem Platz auch umsetzen. Und das ist oftmals nicht so gelungen, wie sie sich das auch selber wahrscheinlich vorgestellt haben. Und von daher sind sie absolut genauso in der Verantwortung wie der Trainer oder wie alle Co-Trainer, wie die Physiotherapeuten, alle die, die sich um diese Mannschaft kümmern. Also es gibt schon da ein eine gemeinsame Verantwortung und der müssen eben alle gerecht werden. Aber Spieler kommen manchmal, das ist ja dann immer so ein bisschen zu leicht aus der Verantwortung raus, indem dann beim Trainer die Schuld gesucht wird. Bin immer eigentlich so ein Verfechter davon gewesen, zu sagen, er nimmt die mal ein bisschen mehr in die Pflicht. Also die können alle besser Fußball spielen, als sie es über weite Strecken auch gemacht haben. Gut, dann lass uns nochmal so zwei, drei Personalia exemplarisch rausnehmen. Fangen wir mit dem Kapitän an. Emre Can steht, glaube ich, so auch sinnbildlich in dieser Saison für den sportlichen oder für das sportliche Auf und Ab. Ja, er hatte gestern ein paar Momente, wo ich gesagt habe, nimm mal nur diese Phase, die er da eingeleitet hat vor dem 1:1, da hat er mal so einen Sololauf gehabt. Also man merkt immer, dass er sehr viel will. Er will auch Verantwortung tragen, er übernimmt sie und er hat noch so ein bisschen die Balance, fehlt ihm da noch. Was macht ihn stark eigentlich als Spieler und wo übertreibt er es manchmal? Er will dann vielleicht zu viel und macht Sachen, die er gar nicht so gut kann und es war für ihn, glaube ich, schon auch ein gewaltiger Sprung jetzt in die erste Reihe der Verantwortung sozusagen hinein. Und da hat er auch zu kämpfen mit, immer noch, würde ich mal sagen. So würde ich es vielleicht formulieren. Und kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, war das die richtige Entscheidung, Emre Can zum Kapitän zu machen. Also wir haben die Situation jetzt so, wie sie ist. Es waren jetzt auch nicht viele andere, die als Alternative zur Verfügung gestanden hätten. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, Nico Schlotterbeck wäre so ein Spieler eigentlich. Der war letzte Saison vielleicht ein bisschen zu inkonstant, was sich jetzt auch in dieser Saison fortsetzt. Das Risiko wollte man nicht eingehen. Die beiden Erfahrenen, die es auch hätten machen können, wie Mats Hummels oder Marco Reus, wollten nicht mehr, auch nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was mit Gregor Kobel war. Ich glaube schon, dass er das gemacht hätte.
dass er auch in der Lage gewesen wäre. Vielleicht war das im Trainer, ist ja dann immer so eine Geschichte, ob der Torwart vielleicht aus seiner Sicht zu weit hinten ist und zu wenig Einfluss nehmen kann. Ganz schwierig, aber Can ist halt auch so immer schon gewesen eigentlich, dass er, wenn er nicht gerade eine richtig gute Phase hat, auch oft mit sich selbst zu kämpfen hat. Und jetzt kommt noch diese Kapitänsbürde obendrauf und das macht es für ihn auch nie einfacher. Ja, Abwehr hat jetzt eigentlich nicht so viele Probleme, zumindest in der Innenverteidigung. Mats Hummels, klar, gestern nicht so den besten Tag erwischt, zwangsläufig, aber davor die Wochen auf jeden Fall auch in guter Form. Schlotterbeck auch. Am aufsteigenden Ast, Niklas Süle. Ja, gestern reingekommen, war jetzt auch lange krank, spielt auch eine sehr durchwachsene Saison. Viele Fragezeichen gibt es allerdings, oder die größeren Fragezeichen gibt es eher in der Offensive. Karim Adeyemi bleibt leider ein Rätsel. Auch für uns, ne? Gestern wieder eine Szene, wo man sagen muss, ja, ich weiß nicht, ob man ihm vorwerfen kann, dass er dort einen Elfmeter hätte schinden wollen oder so, aber die Szenen sind halt fast in jedem Spiel da, wo es Zweikämpfe mit ihm gibt und wo man eben nicht als Schiedsrichter auch nicht pfeift. Und das wird sich auch nicht bessern, wenn er es immer wieder versucht. Also er wirkt da manchmal ein bisschen unglücklich. Meldet sich gerade hier meine Katze im Hintergrund. Schöne Grüße, ja. Nochmal kurz zur Abwehr. Also, was natürlich dagegen spricht, ist die Zahl der Gegentore, die eindeutig zu hoch ist. Das ist ja auch natürlich eine Geschichte, wo du immer wieder hinterherlaufen musst. Und da geht es aber, glaube ich, dann tatsächlich erstmal um das Zusammenwirken der vier Spieler in der Abwehrkette und auch vor allem die Außenpositionen, wo, glaube ich, die Probleme am größten sind. Ja, und in der Offensive, du kommst nicht mehr so klar vor das Tor, du schießt weniger Tore. Torverhältnis ist jetzt auch schon wieder fast ein Punkt, wenn man mal im Vergleich zu den anderen guckt. Die haben doch deutlich besseres Torverhältnis, also musst du eigentlich noch wieder einen Punkt mehr aufholen. Da funktioniert es eindeutig noch nicht so reibungslos und auch von diesem Kombinationsfluss, den man so kannte aus der Vergangenheit. Da gibt es auf jeden Fall noch deutlich Nachholbedarf. Ja, auf der anderen Seite Daniel Mahlen. Auch richtig gut gestartet eigentlich, war einer der wenigen, die so den Elan der vergangenen Saison mitgenommen haben, aber jetzt irgendwie auch seit bestimmt 2 Monaten ziemlich im Leistungsloch. Jetzt hat er die Berateragentur gewechselt, jetzt gibt es natürlich viele Gerüchte um möglichen Abgang, wird auch spekuliert über einen möglichen Tausch mit Jadon Sancho. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Boulevard, aber bei Malen, glaube ich, könnte sich zumindest theoretisch was tun im Winter, oder? Ja, da geht es um Angebot und Nachfrage und natürlich auch um möglichen Ersatz. Also natürlich würde man sich, wenn es eine Summe ähnlich der Ablösesumme geht, wenn sich dann in die Höhe entwickelt, in, was man damals bezahlt hat, das waren ja annähernd, glaube ich, 30 Millionen Euro, ist halt die Frage, ob sich ein Verein findet. Also es gibt ja in der Premier League, das ist, glaube ich, schon so ein Ziel von ihm, das ist auch nicht verwerflich, das mal irgendwann zu äußern. Gibt es schon Vereine, die auch Druck haben und die das nötige Geld dann vielleicht auch haben und bereit sind zu investieren? Und dann wird man, glaube ich, vor allen Dingen gucken müssen, ob man einen gescheiten Ersatz bekommt, weil natürlich kann man ihn hier einfach ziehen lassen, ohne ihn zu ersetzen. Das hat jetzt auch die Hinrunde gezeigt. Er ist natürlich trotzdem noch einer derjenigen, der dann über die Außenposition noch ein bisschen was bewirken kann. Und du hast es gesagt, er ist ganz gut gestartet, hatte jetzt 2 Monate lang allerdings auch schon wieder einen kleinen Hänger. Das dauert dann schon wieder ein bisschen zu lange. Ne? Und er hat für mich jetzt eigentlich auch nie, selbst in dieser Phase, in der Rückrunde der vergangenen Saison, nie so richtig frei gewirkt. Also, weiß ich nicht. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass es vielleicht ein Einzelgänger ist in diesem Kader, aber ja, so richtig Teamplayer, weiß ich nicht, kann man das sagen, ist er vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Also, er wirkt immer so ein bisschen, dass er sich so ein bisschen absondert oder dass er nicht so richtig dazugehören zu scheint. Also, ja, aber das ist vielleicht auch nur mein Eindruck. Winterpause, Transfers, allgemein dürfte sich auch was tun. Ja, man hat ja einige Schwachstellen auch erkannt und das Thema Außenbahn defensiv ist auf jeden Fall eins. Vierter Innenverteidiger ist die Frage. Man hat ja ein paar oder einen Jungen, ganz jungen, zumindest mal so ein bisschen in der Hinterhand. Man hat so ein paar Talente und
Vielleicht hat man so ein bisschen zu sehr darauf gehofft, dass es wie in der vergangenen Saison läuft, eben als man eigentlich mit drei Verteidigern gut durchgekommen ist. Jetzt hat man rote Karten, man hat Krankheiten, Verletzungen und das ist in diesem Jahr auf jeden Fall nicht so reibungslos wie in der letzten Saison. Da hat Koulibaly ja eigentlich nur ein Spiel damals gemacht als vierter Innenverteidiger. Ansonsten war man nicht in der Bedrohung, da jemanden bringen zu müssen. Und das hat sich jetzt schon in dieser Hinrunde deutlich anders dargestellt. Und ja gut, Hummels wird jetzt wahrscheinlich, ich denke mal, zwei Spiele auch kriegen. Damit ist das Jahr für ihn zumindest, was die Bundesliga angeht, auch gelaufen. Und von daher ist immer wieder was Neues. Also das eine bewegt ja dann auch das andere. Dann müssen die anderen weiterspielen. Und Schlotterbeck hat jetzt zwei, dreimal gespielt, obwohl er noch nicht wieder richtig fit war. Das merkst du natürlich auch. Und ist alles in allem nicht so richtig gut. Und vielleicht passiert auf der Position ja auch noch was. Aber ich denke mal, vordringlich ist Außenverteidigerposition, vor allem die rechte Seite. Und dann muss man natürlich gucken, wenn sich was ergeben sollte, dass ein gutes Angebot kommt für Malen oder für irgendwen anders, geht es dann darum, dass man eben auch Alternativen vielleicht auf dem Zettel hat. Wird auf jeden Fall spannend, auch wenn es nur eine kurze Winterpause ist am 16., ne, 13., ne? Januar geht es schon weiter in Ja, Deutschland. man ist ja bis zum 9. in Marbella und ist ein Dienstag, glaube ich, wenn man zurückfliegt. Und samstags drauf geht's nach Darmstadt. Topspiel. Mal gucken. Ja, ich denke, damit haben wir die wichtigsten Themen einmal besprochen. Dann nochmal der Hinweis natürlich, alle Infos zum BVB bei uns auf der Homepage www.grundnachrichten.de/BVB auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, Twitter bzw. X. Und ja, gerne auch ein Abo abschließen bei uns auf der Homepage. Wir haben immer noch unser Schnupper-Abo für 3 € für 3 Monate. Da kann man nicht viel falsch machen. Die geht jetzt noch zum Kuchenbuffet über, ne? Ist richtig? Ja, mal gucken, was sie noch so übergelassen haben. Gut, dann dir noch einen schönen Restsonntag. Ja, danke. Und dann gucken wir mal, wie es gegen Paris weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.